Všetkých vás srdečnou láskou vítam. Seid alle mit herzlicher Liebe willkommen. Veľmi sa radujem, že opäť môžem vidieť vaše tváre. Ich freue mich, dass ich aufs neue eure Gesichter sehen darf. A priznám sa, že mnohé tváre mi tu chýbajú. Und ich bekenne, dass mir hier viele Gesichter fehlen. Ale chcem byť vďačný za vás, ktorí ste prišli. Will aber dankbar sein für diejenigen, die gekommen sind. Ale a urobili ste si ten čas pre Božie slovo. Und ihr habt euch Zeit genommen für Gottes Wort. Počúvanie Božieho slova ste spojili s odpočinkom. Und ihr habt das Hören des Wortes Gottes mit dem Ausruhen verbunden. A hneď na začiatku by som vás chcel poprosiť. Ich möchte euch gleich zu Anfang bitten. Budeme tu spoločne týždeň. Wir werden eine Woche hier gemeinsam sein. A ja vás veľmi prosím, ak máte túžbu a máte takú potrebu rozprávať sa, modliť sa za svoje osobné veci. Und ich bitte euch, wenn ihr so ein Verlangen habt, wenn ihr eine Sehnsucht habt, zu beten oder zu reden über eure persönlichen Dinge im Leben. Aby ste nenechávali tieto veci na posledný deň alebo na posledné chvíle. Dass ihr diese Dinge nicht aufschiebt auf die letzte Minute. Chcem mať pre vás pre každého toľko času, koľko potrebujete. Ich möchte für einen jeden von euch so viel Zeit nehmen, die ihr braucht. Ja som neprišiel sem na výlet. Ich bin nicht hergekommen auf einen Ausflug. Prišiel som vám slúžiť, som ochotný s vami tráviť čas. Ich bin gekommen, um euch zu dienen und ich bin bereit, Zeit mit euch zu verbringen. A tak vás veľmi prosím, aby ste už od dnešného dňa premýšľali proste, kedy by ste si vedeli ten čas uvoľniť. Und dann darum bitte ich euch, dass ihr schon von heutigem Tag an überlegt, wann ihr diese Zeit nehmen könnt. A tak sa už veľmi teším na tie osobné rozhovory a modlitby. So freue ich mich schon sehr auf die persönlichen Gespräche und Gebete. Prinášam vám veľa srdečných bratsko-sesterských pozdravov. Ich bringe euch sehr viele herzliche brüderlich-schwesterliche Grüße. Z mnohých častí sveta, alebo neviem, jak to mám povedať. Aus vielen Gegenden. Tento rok som navštívil už mnohé krajiny. Ich habe dieses Jahr schon viele Gegenden besucht. Hneď prvý krok v tomto roku ma viedol do najťažšej väznici v Poľsku, v Klocku. Gleich der erste Schritt in diesem Jahr hat mich in das schwerste Gefängnis in Polen geführt. Potom tá cesta viedla cez Nemecko, Düsseldorf do Francie. Dann hat der Weg über Deutschland, über Düsseldorf nach Frankreich geführt. Potom do Írska. Dann nach Irland. U vás som bol v Nemecku. Ich war bei euch in Deutschland. A takisto v iných krajinách Európy. Und ebenso in anderen Gegenden Europas. Tento rok som takisto navštívil Kanadu. Dieses Jahr war ich auch in Kanada. A ešte mám ďalšie krajiny, ktoré mám na pláne navštíviť tento rok. Nebudem ich všetky menovať. Ich habe noch andere Gegenden, die ich in Plan habe, dieses Jahr zu besuchen. Ich werde nicht alle einzeln aufzählen. Ale zovšadiaľ, kde som bol, bratia a sestry kázali veľmi srdečne pozdravovať. Aber überall, wo ich war, haben Brüder und Schwestern herzliche Grüße aufgetragen. Všade máme veľmi vzácnych bratov a sestry. Wir haben überall sehr kostbare Brüder und Schwestern. A môžem vám s radosťou povedať, und ich kann euch mit Freuden sagen, že Pán Boh povoláva z rôznych spoločenských vrstiev si ľudí, dass Gott aus verschiedenen Gemeinschaftsteilen, od tých najchudobnejších až... Dass Gott aus verschiedenen Gesellschaftsschichten Menschen beruft, von den allerärmsten, od tých najchudobnejších vrstiev až po tých najbohatších, bis zu den reichsten. A takisto od detí, dospelých, und so von den Kindern zu den Erwachsenen. Takisto starých ľudí pozýva Pán. Ebenso alte Menschen. A môžem byť svedkom toho, že mnohí ľudia sú spasení aj v posledných chvíľach
svojho života. Und ich bin Zeuge dessen, dass viele Menschen auch in den letzten Momenten ihres Lebens gerettet werden. Ale od všetkých, ktorými som mal kontakt, prinášam vám veľmi, veľmi láskavé srdečné pozdravy. Alle von denen, mit denen ich Kontakt hatte, bringe ich euch herzliche Grüße. Preto vám tieto pozdravy odovzdávam. Sag euch deswegen diese Grüße. Pretože chcem, aby ste boli integrovaní v tom myslení. Weil ich möchte, dass ihr integriert seid in das Denken. Že máme veľkú rodinu Božiu na celom svete. Dass wir eine große Familie Gottes auf der ganzen Welt haben. A že všade bratia a sestry sa tešia z toho, že majú ďalších a ďalších. Überall freuen sich Brüder und Schwestern, dass sie weitere und weitere haben. A verím, že aj pre vás je to veľká radosť, že máte a máme bratov a sestry všade po celom svete. Und ich glaube, dass das auch für euch eine große Freude ist, dass wir Brüder und Schwestern in der ganzen Welt haben. Sme jednou veľkou rodinou. Wir sind eine große Familie. A táto veľká rodina Božia. Diese große Familie Gottes. Vytvára kráľovstvo Božie na tejto zemi. Kreiert das Reich Gottes auf dieser Welt. A viete, ako to prežívame a aký sme, tak vlastne charakterizuje to kráľovstvo Božie. Wisst ihr das, was, wie wir es erleben und wie wir sind, das charakterisiert das Reich Gottes. Aby tá kvalita kráľovstva Božieho bola dokonalá, damit, dass die Qualität des Reiches Gottes vollkommen sei, musíme pozorne počúvať na jeho slovo. Müssen wir aufmerksam auf sein Wort hören. A nielen ako tí poslucháči, ktorí sa v zrkadle pozrú svoju tvár, und nicht nur wie die Zuhörer, die im Spiegel ihr Angesicht beschauen, ale ako tí, ktorí aj činia jeho slovo, aber auch wie die, die sein Wort tun. A stále sú v tom procese premieniania. Und sich immer und immer in diesem Prozess der Veränderung befinden. Chcem sa hneď opýtať na začiatku. Ich möchte gleich zu Beginn fragen. Premieniaš sa, brat môj, sestra moja? Veränderst du dich, mein Bruder, meine Schwester? Si v tom procese premieniania svojho charakteru? Bist du in dem Prozess der Verwandlung deines Charakters? Je to už niečo iné, ako to bolo vlani? Ist das schon etwas anderes, wie das letztes Jahr war? Vidíš ten pokrok vo svojom živote? Vidíš, že áno, mení sa to, že už si trpezlivejší, láskavejší, pozornejší. Siehst du den Fortschritt in deinem Leben? Siehst du, dass du dich veränderst, dass du schon liebevoller, dass du schon geduldiger bist? Že to sebectvo ustupuje. Siehst du, dass die Selbstsucht weggeht? Tá citlivosť, urážlivosť na seba, to ustupuje všetko. Dass die Empfindlichkeit und das Beleidigtsein für dein eigenes Ich, für dein Selbst abtretet. Celý náš pobyt tu na tomto mieste bude narážať na ľudský charakter. Und unsere ganze Woche hier, die wir verbringen werden, wird sich damit beschäftigen, mit dem menschlichen Charakter. A tu ide o premenu nášho charakteru. Es geht hier um die Verwandlung unseres Charakters. Na Christov charakter. In Christi Charakter. A to je tá otázka posvetenia. Und das ist die Frage der Heiligung. A očistenia. Und der Reinigung. Hospodin je svätý, svätý, svätý. Gott, der Herr, ist heilig, heilig, heilig. A posvetenie. Und Heiligung. To vlastne je vlastne poddávanie sa jeho slovu. Heiligung ist eigentlich, sich unter sein Wort zu unterordnen. Je to proces. Das ist ein Prozess. Je to akcia Božia. Das ist Gottes Aktion. A reakcia ľudí. Und die Reaktion der Menschen. A tu nastáva vlastne ten proces posvetenia. Und hier eigentlich beginnt, entsteht der Prozess der Heiligung. Kde poznávame Boha, wo wir Gott erkennen, a poznávame seba. Und wo wir uns selbst erkennen. A tu nachádza to Božie slovo, vlastne to srdce človeka. Und hier findet das Wort Gottes das Herz des Menschen. A naráža na to ľudské srdce. Und es berührt das
Wort, das menschliche Herz. A to ľudské srdce, nie každé srdce je pripravené. Und das menschliche Herz, es ist nicht jedes Herz vorbereitet. Pre príjem Božieho slova. Vorbereitet, das Wort Gottes aufzunehmen. Jedno srdce je zatvrdené. Ne. Es gibt Herzen, die sind verhärtet. Hluché pre Božie slovo. Taub für das Wort Gottes. Sú tam mnohé zranenia. Es sind da viele Verletzungen. Iné srdce je sebecké. Ein anderes Herz ist selbstsüchtig. Plné seba. Voll mit sich selbst gefüllt. Zase iné srdcia sú, ktoré sú závislivé srdce. Andere Herzen wieder sind gebunden. Neustále sa porovnávajú s inými. Sie sind abhängig. Sie vergleichen sich unaufhörlich mit anderen. A zase ďalšie srdcia sú tie, ktoré sú otvorené a pripravené okamžite prijať Božie slovo. Und andere Herzen wieder sind offen und bereit, Gottes Wort sofort aufzunehmen. Ale Pán Boh povoláva každého. Aber Gott beruft jeden. To Božie slovo zaznieva ku každému srdcu. Gottes Wort klingt zu jedem Herzen durch. Preto vlastne zameriavam túto myšlienku na tú akciu Božieho slova. Darum lenke ich den Gedanken auf die Aktion des Wortes Gottes hin. Lebo písmo nám svedčí. Denn die Schrift bezeugt uns. Že na počiatku bolo slovo. Das am Anfang das Wort war. To slovo bolo u Boha. Das Wort war bei Gott. A tým slovom je Boh. Und Gott war das Wort. Teda ak my máme dočinenia s Bohom, also wenn wir mit Gott zu tun haben, tak my máme dočinenia s jeho slovom. Dann haben wir mit seinem Wort zu tun. A aký postoj zaujme naše srdce k Božiemu slovu? Und was für einen Standpunkt unser Herz zum Wort Gottes annehmen wird? Taký vlastne takú máme vieru v Boha. So einen Glauben haben wir in Gott. Taký sa nám vytvorí vzťah s Bohom. So werden sich zu Beziehungen zu Gott mit uns entwickeln. Stretávam sa v kresťanských kruhoch takým názorom. Ich treffe mich in christlichen Kreisen mit folgender Ansicht. Oh, ja tak milujem Pána Ježiša. Oh, ich liebe den Herrn Jesus so sehr. Oh, ja by som svoj život za neho dala. Oh, ich möchte mein Leben für ihn geben. Ale keď zaznieva Božie slovo, aber wenn Gottes Wort erklingt, tak sa urážajú na Božom slove. Dann sind die Leute über Gottes, dann nehmen sie Anstoß an Gottes Wort. A nachádzajú si výhovorku. Und sie finden sich eine Ausrede. A hneď si nachádzajú príčinu, prečo to slovo nemôžu prijať. Und sie finden sofort eine Begründung, warum sie dieses Wort nicht annehmen können. Pretože oni nemilujú Pána. Darum, weil sie den Herrn nicht lieben. A keď si to myslia. Auch wenn sie das denken. To sú len citové výlevy, ktoré oni majú. Das ist ein Gefühlsausfluss, den sie haben. Ale oni nie sú kryté zlatom. Sie sind aber nicht mit Gold bedeckt. To ako peniaze, ktoré nie sú kryté zlatom, trpia infláciu. Sie sind nicht mit Gold hinterlegt, also Geld, welches nicht mit Gold hinterlegt ist, ist inflationär. Teda ako je vlastne kryté zlatom to naše kresťanstvo? Wie soll unser Christentum mit Gold hinterlegt belegt sein? Ako je kryté zlatom ten náš vzťah, tá naša láska k Bohu? Wie ist unsere Beziehung und unsere Liebe mit Gold hinterlegt zu Gott? Tak, že to slovo, ktoré počúvame, so, dass das Wort, welches wir hören, naplňame. Dass wir es erfüllen. Jednoducho chopíme sa toho slova. Chytíme sa. Es ist ganz einfach so, dass wir uns das Wort ergreifen. A nepustíme ho. Und wir lassen es nicht los. Ideme na svoje kolena. Wir gehen auf unsere Knie. A nevstaneme zo svojich kolien. Und wir stehen nicht eher von unseren Knien auf. Kým nedostaneme pomoc zhora. Bis wir nicht Hilfe von oben bekommen. V 50. žalme, im 50. psalm, 15. verši, im 15. vers, je napísané, vzývaj ma v deň súženia. Da steht geschrieben, rufe mich an. Volaj ma. Rufe mich an. A ja sa ti ozvem. Ich werde, ja ťa vyslobodím. Ich werde mich melden und ich teda werde dich erhören, ich werde dich erlösen. To slovo, ktoré prichádza,
Also das Wort, welches kommt, ich muss es ergreifen. To slovo musí chytiť mňa. Das Wort muss mich ergreifen. A teraz je to duchovný zápas premeny. Und jetzt ist das ein geistlicher Kampf der Verwandlung. Naplňania tohoto slova. Das Wort Gottes zu erfüllen. Poviem vám príklad. Ich sage euch ein Beispiel. Sú tu niektorí, ktorí boli účastní toho. Es sind hier einige, die Zeugen dessen waren, teilhaftig waren dessen. V jednej krajine z Európy. In einer Kreis, in einer Gegend Europas. Kázal som evanjelium cez dvoch tlmočníkov. Da habe ich das Wort Gottes über zwei Übersetzer gepredigt. Cítil som sa pri tom katastrofálne. Ich habe mich da katastrophal gefühlt dabei. Lebo keď som povedal tú jednu svoju vetu. Weil als ich einen Satz gesagt habe. Potom hovoril tlmočník. Dann hat der Übersetzer gesprochen. Potom ďalší tlmočník. Dann hat der nächste Übersetzer gesprochen. A ja som zabudol, čo som hovoril. Und ich habe vergessen, was ich eigentlich gesagt habe. No viete si predstaviť, ako to kázanie asi vypadalo. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Predigt ausgeschaut hat. Cítil som sa mizerne po tom kázaní. Ich habe mich nach der Predigt miserabel gefühlt. Dával som si otázky, že či vôbec to bolo dobré rozhodnutie, že som prišiel. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es überhaupt eine weise Entscheidung war, dass ich da hingekommen bin. Ale som, ako som vedel, tak som odovzdal odkaz Boží. Aber so wie mir es innerlich war, so habe ich Gottes Befehl weitergegeben. Po skončení kázania som nedal ani výzvu. Nach dem Ende meiner Predigt habe ich nicht mal einen Aufruf gemacht. To boli všetko moje pocity, nie my. Das waren alles meine Eindrücke, meine Gefühle. Necítil som sa ani hodný, aby som tých ľudí vyzval. Ich habe mich nicht einmal wert gefühlt, die Leute aufzurufen. Skončil som svoje kázanie a posadil som sa. Ich habe meine Predigt beendet und habe mich hingesetzt. Výzvu urobil na miesto mňa miestny kazateľ. Und anstatt mir hat den Aufruf der dortige Prediger getätigt. Vyšiel von. Er ist nach vorne gegangen. A hovorí, počuli sme Božie slovo. Und er hat gesagt, wir haben Gottes Wort gehört. A hovorí, bratia a sestry, poďte a ideme toto slovo naplňať. Und er hat gesagt, Brüder und Schwestern, kommt, wir wollen dieses Wort erfüllen. Nerozumel som tej reči. Ich habe diese Rede nicht verstanden. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Es wurde mir dann später übersetzt. A on zišiel z kazateľní, išiel dozadu. Und er ging hinunter von der Kanzel, er ging nach hinten. A prišiel k jednej vzadu sediacej sestre. Und er ging zu einer Schwester, die hinten gesessen ist. A začal naplňať to slovo. Und er hat angefangen, dieses Wort zu erfüllen. Pýtal si od nej odpustenie. Er hat um Vergebung gebetet. Ľudia vstávali. Die Menschen sind aufgestanden. Prichádzali jeden k druhému. Einer ging zum anderen. Ale ja som nerozumel, čo sa tam deje. Aber ich habe nicht verstanden, was dort passiert ist. Myslel som, že je koniec zhromaždenia. Ich habe gedacht, die Versammlung ist beendet. A myslel som si, že už každý ide po svojom. Und ich dachte, jeder geht schon Kazateľ seinen Weg. Kazateľ si išiel po svojom. Der Prediger geht schon seinen Weg. Členovia idú jeden k druhému. Ein Mitglieder geht einer zum anderen. Ale potom brat, ktorý bol so mnou. Aber dann der Bruder, der mit mir war. On vedel, že o čo sa jedná. Er wusste, um was es sich handelt. A hovorí, títo ľudia idú jeden k druhému a pýtajú si odpustenie. Diese, und er sagt zu mir, diese Menschen, die gehen einer zum anderen und bitten gegenseitig um Vergebung. A vtedy som pochopil jednu vec. Und damals habe ich eine Sache begriffen. Že to, čo Boh robí, to je nezávislé od toho, čo my cítim. Das, was Gott tut, das ist unabhängig davon, was wir fühlen. Ja som cítil to, že to bolo najbiednejšie kázanie, čo som mohol povedať. Ich habe das Gefühl, dass das die erbärmlichste Predigt war, die ich je halten konnte. Ale Boh nezávisle pracuje od toho, čo my cítime a čo si my myslíme. Gott arbeitet unabhängig von dem, was wir denken und was wir fühlen. A títo ľudia začali naplňať slovo. Diese Menschen haben begonnen, das Wort zu erfüllen. Potom som pochopil, dann habe ich begriffen, že vlastne nenechali padnúť to slovo na zem. Dass sie eigentlich das Wort nicht auf den Boden fallen lassen haben. A potom som sa mohol modliť s mojimi bratmi. Dann konnte ich mit meinen Brüdern beten. Za týchto ľudí, ktorí činili pokánie. Für diese Menschen, die Buße getan haben. A Pán Boh konal veľké divy. Und Gott hat große Wunder getan. Spomínam si, ako prišla matka a prosila
aby sme sa modlili za jeho, za jej synka, ktorý má nohu do L-ka. Kosť ohnutú do L-ka. Tak ich sa narodil. Ich erinnere mich, wie als eine Mutter kam mit ihrem Sohn zu beten, der seinen Fuß ganz deformiert hatte. A my sme sa modlili. Und wir haben gebetet. A na druhý deň táto matka prišla a povedala, že stal sa zázrak. Und am nächsten Tag kam diese Mutter und hat gesagt, es ist ein Wunder geschehen. Že dieťatko ráno vstalo. Das Kind ist morgens aufgestanden. A dovtedy nikdy nepristúpilo na tú boľavú nôžku. Und es ist bisher niemals an diesem wunden Fuß gestanden. A ráno už bez bolesti behalo v tej postielke. Und dieses Kind ist morgens schon ohne Schmerzen in dem Bettchen gelaufen. Sice tá nôžka bola tak krivá ešte stále. Also dieser Fuß war immer noch krumm. Ale už nebolela. Aber hat nicht mehr geschmerzt. O rok sme prišli znovu. Wir kamen nach einem Jahr. A tu sú tí bratia a sestra. Und hier sind diejenigen, die dabei waren. Ktorí tam boli. Die dort waren. A videli to, že vidím, jeden malý chlapček behá tam okolo mňa, pobehuje. Und ich habe gesehen, wie so ein kleiner Junge da um mich herum gelaufen ist, mich an den Hosenbeinen gehalten hat. A pýtam sa toho kazateľa, že čo to je, také roztomilé, také milé dieťa. Und ich habe den Prediger gefragt, von wo dieser kleine süße Junge ist. A on hovorí, ja, ty ho nepoznáš. Und er sagte, du kennst ihn nicht. A hovorím, nie, neviem, o koho sa jedná. Sagte, nein, ich weiß es nicht, um wen es geht. A hovorí, to je ten chlapček, za ktorého ste sa modlili. Und er sagte, das ist der Junge, für den ihr gebetet habt. Pred rokom. Vor einem Jahr. A Pán Boh urobil takýto div. Gott hat so ein Wunder getan. A pozeral som, že tá nôžka bola už krásne rovná. Und ich habe gesehen, dass dieser Fuß bereits gerade war. Boh to urobil. Gott hat das getan. Všetky veci, čo Pán Boh koná, je nezávislé od toho, čo my cítime. Alle Dinge, die Gott tut, er ist immer unabhängig von dem, was wir fühlen. Ale Boh očakáva na to, čo mu veríme. Aber Gott erwartet das, was wir ihm zutrauen. Ale neverme ľudským slovám. Aber lasst uns nicht Menschenworte glauben. Neverme ani svojim vlastným pocitom. Lasst uns auch nicht unseren eigenen Gefühlen trauen, ale glauben. Ale verme Božiemu slovu. Aber lasst uns Gottes Wort glauben. My sa musíme naučiť zaobchádzať vo svojom vlastnom osobnom živote s Božím slovom. Wir müssen lernen in unserem eigenen persönlichen Leben mit Gottes Wort umzugehen. A aký vzťah nadobudneme Božiemu slovu? Und welches Verhältnis wir zu Gottes Wort aufbauen werden? Tak začína Božie slovo fungovať v našom živote. So wird Gottes Wort in unserem Leben beginnen zu funktionieren. Ale tu je skryté tajomstvo posvetenia. Aber hier ist das Geheimnis der Heiligung verborgen. Že to slovo nás vlastne premieňa. Das Wort verwandelt uns. A pretože Boh je svätý, svätý, svätý. Und darum, weil Gott heilig, heilig, heilig. A jeho slovo je sväté. Und sein Wort heilig ist. A toto slovo nás premieňa do jeho svätosti. Und dieses Wort verwandelt uns in seine Heiligkeit. A pretože to Boh je dokonalý. Und darum, weil Gott vollkommen ist. A to jeho slovo nás vedie k dokonalosti. Darum führt sein Wort uns auch in die Vollkommenheit. A toto je vlastne tá cesta posvetenia. Und das ist eigentlich der Weg der Heiligung. Na počiatku bolo slovo. Am Anfang war das Wort. To slovo bolo u Boha. Das Wort war bei Gott. A tým slovom je Boh. Und Gott war das Wort. To slovo stánilo medzi nami. Das Wort wohnte unter uns. On prišiel medzi nás. Er kam unter uns. Prišiel do svojho vlastného. Er kam in sein eigenes. Jeho vlastní ho neprijali. Seine eigenen haben ihn nicht aufgenommen. Ale tí, ktorí ho prijali, aber die ihn aufnahmen, dal im právo a moc. Denen gab er Recht und Macht, aby sa stali deťmi Božími. Gottes Kinder zu werden. Teda to dieťa Božie, also Gottes Kind, nesie obraz Boží, trägt das Bild Gottes, charakter Boží, trägt den Charakter Gottes, a slovo Božie, und trägt das Wort Gottes. A tu je vlastne to tajomstvo premeny. Hier ist eigentlich das Geheimnis der Verwandlung. A teraz chcel by som na živote jedného Božieho muža, anhand des Lebens eines Gottesmannes, ktorého Boh oslovil, den Gott angesprochen hat, na tom jeho
vývoji a na tom, na tej jeho premene. Ich möchte anhand seiner Entwicklung, anhand seiner Verwandlung ukázať tú Božiu prácu. Gottes Arbeit zeigen. Tú Božiu premenu. Gottes Verwandlung. Od počiatku, od prvého kroku. Von Anfang an, vom ersten Schritt an. Ako si ho Boh vyvolil. Wie Gott ihn erwählt hat. Ako ho povolal. Wie Gott ihn berufen hat. Ako ten jeho život naplnil. Wie Gott sein Herz erfüllt hat. Sein ako, Leben erfüllt hat. Ako život tohoto Božieho muža vlastne prebiehal cez proces premeny. Wie das Leben des dieses Mannes durch den Prozess der Veränderung hindurchging. Otvoríme si Božie slovo. Wir öffnen das Wort Gottes. Chcel by som niečo hovoriť o povolaní a vyvolení. Ich möchte etwas über Berufung und Erwählung reden. A budem čítať z prvej knihy Mojžišovej. Wir lesen aus dem ersten z 11. kapitoly. 1. Mose 11. Od 31. verša. 1. Mose 11 von 31. Od 31. verša. 31. vers. A 12. kapitola, prvý verš. 1. Mose 11, 31 und 12, Vers 1. Da nahm Tara seinen Sohn Abram und Lot, seines Sohnes Haran Sohn, und seine Schwiegertochter Sarai, seines Sohnes Abram Weib, und führte sie aus Ur in Chaldea, dass er ins Land Kanaan zöge. Und sie kamen gen Haran und wohnten daselbst. Und Tara war 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Toľko z čítania Božieho slova. So viel aus dem Wort Gottes. Boh povolal túto rodinu Abramovu. Gott hat die Familie Abrams erwählt. On dal do ich srdca také ťahnutie. Er hat so einen Zug in ihre Herzen gelegt. A tento Terach, otec Abramov, und der Tara, der Vater Abrams, on vníma, že Boh ho volá. Er vernimmt, dass Gott ihn ruft. A on sa pohol v živote. Und er hat sich bewegt in seinem Leben. A takisto povolal spolu s Terachom, povolal aj jeho syna Abrama, aj Abramovho synovca Lota. Und genauso mit Tara hat er gemeinsam die Söhne, nämlich den Lot und den Abram, a oni berufen. Sa pohli. Und sie haben sich bewegt. A išli. Und sie gingen. Nevedeli ešte, ako, aká bude ich cesta. Sie wussten noch nicht, wie sich ihr Weg gestalten wird. Len mali to pozvanie. Aber sie hatten die Einladung. Neskôr vidíme, ako Boh dáva požehnanie, ako dáva sľub svojho požehnania. Später sehen wir, wie Gott seinen Segen und die Verheißung seines Segens gibt. Človek má toto volanie Božie vo svojom srdci. Der Mensch hat diesen Ruf Gottes in seinem Herzen. Mnoho ľudí je povolaných od Boha. Viele Menschen sind von Gott berufen. Aj ty si začul Božie volanie v svojom živote. Auch du hast Gottes Ruf in deinem Herzen gehört, in deinem Leben. Aj ty si odpovedal na Božie volanie. Auch du hast auf Gottes Ruf geantwortet. A ty si musíš uvedomiť, und du musst dir bewusst machen, že nie ty si ten, ktorý si začínal, počínal toto, tú prácu v tvojom živote. Dass nicht du der bist, der die Arbeit in deinem Herzen begonnen hat. Že to Božie volanie bolo to prvé, ktoré sa dotýkalo tvojho srdca. Dass Gottes Ruf das erste war, was dein Herz erreicht hat. Keď ty si začal vnímať vo svojom srdci, že ťa volá Boh, als du in deinem Herzen angefangen hast zu vernehmen, dass Gott dich ruft, že hľadáš Boha, dass du Gott suchst, alebo hľadáš pravdu, und dass du die Wahrheit už vtedy, suchst, vtedy vlastne Boh urobil tú cestu k tebe, že on ťa volá. Da hat Gott schon den Weg zu dir gemacht, dass er dich sucht. Táto práca sa deje duchovne v nás. Diese Arbeit geschieht geistlich in uns. Mnoho ľudí je volaných. Viele Menschen sind gerufen. Mnoho ľudí uvažuje, hľadá. Viele Menschen überlegen und suchen. V týchto dňoch som počul taký príbeh jedného muža. Ich habe in diesen Tagen das Beispiel eines Mannes gehört, ktorý hľadal Pána,
der den Herrn gesucht hat, zapísal sa na teológiu. Er hat sich in die theologische Fakultät eingetragen. Absolvoval túto teológiu. Er hat das Theologiestudium absolviert. A nenašiel Boha. Hat aber Gott nicht gefunden. Nechcem ďalšie veci tohoto človeka hovoriť. Ich möchte nicht über weitere Dinge dieses Menschen reden. Viete, človek na rôzny spôsob odpovedá na toto volanie. Wisst ihr, es ist so, dass der Mensch auf verschiedene Art und Weise diesem Ruf antwortet. Človek začína skúmať. Der Mensch beginnt zu prüfen. A dáva si otázky. Und er stellt sich die Frage. Kto je ten, kto ma volá? Wer ist der, der mich ruft? Aký je jeho pôvod? Wie ist sein Ursprung? Čo odo mňa chce? Was möchte er von mir? Čo je jeho plán? Was ist sein Plan? Aký je jeho zámer v mojom živote? Wie ist seine Absicht in meinem Leben? Určite, keby ste dostali pozvánku niekam. Sicherlich, wenn ihr eine Einladung irgendwo hinbekommt. Dobre by ste si rozmysleli. Ihr würdet es gut überlegen. Že či tam pôjdete. Ob ihr dahin geht. Rozmýšľali by ste o tom, kto vlastne ma tam volá. Ihr werdet darüber überlegen, wer euch einlädt. O čo vlastne ide. Um was es dort eigentlich geht. A podľa toho, kto ma volá. Und demnach, nachdem wer mich ruft. A o čo ide. Und um was es geht. Sa rozhodujete, či na toto pozvanie dáte svoju odpoveď. Trefft ihr eure Entscheidung, ob ihr dieser Einladung Folge leistet. A my tu vidíme, že tu volá Boh. Wenn wir hier sehen, dass Gott ruft. Stvoriteľ neba i zeme. Der Schöpfer Himmels und der Erde. Otec všetkého stvorenstva. Der Vater aller Kreatur. On oslovuje srdce človeka. Er spricht das Herz des Menschen an. Koľko ľudí dnes pochybuje? Wie viele Menschen sind heute am Zweifeln? Myslí si, že to sú len jeho myšlienky. Denken, dass das nur die eigenen Gedanken sind. Alebo si myslí, že to sú nejaké vlivy, ktoré dochádzajú k nemu. Oder es sind irgendwelche Einflüsse, die an ihn rankommen. Ale Boh volá. Aber Gott ruft. Je to jeho výber. Es ist seine Auswahl. A tu je naša odpoveď. Und hier ist unsere Antwort. Ako my odpovedáme? Wie werden wir antworten? Čo to s nami toto volanie spraví? Was tut diese Einladung mit uns? Was bewirkt sie an uns? My máme svoje plány. Wir haben unsere Pläne. Keď máme povolania, wenn wir eine Berufung haben, už máme svoje plány. Dann haben wir schon vorher musíme unsere Pläne. Musíme zvažovať. Und wir müssen abwägen. Či sme ochotní odložiť tie svoje plány? Ob wir bereit sind, unsere Pläne abzugeben? Už dovtedy máme svoje predstavy. Bis dahin haben wir schon unsere eigenen Vorstellungen. Musíme zvažovať. Und wir müssen abwägen. Či sme ochotní odložiť tie svoje predstavy? Ob wir bereit sind, unsere Vorstellungen abzulegen? A my musíme vidieť, že to, čo nám je ponúknuté. Und wir müssen sehen, dass das, was uns angeboten wird, je to hodnotnejšie, ist das wertvoller, dôležitejšie, ist das wichtiger, a majestátnejšie, ist das majestätischer, ako to, čo sme si my vytvorili, als das, was wir selbst aufgestellt haben. A na to, aby sme toto takto zhodnotili, und um dieses zu beurteilen, musíme niekde tam v hĺbke srdca prežiť pokoru. Müssen wir dort tief in unserem Herzen Demut erleben? Pokoriť sa. Uns demütigen. A uvidieť to Božie väčšie ako to naše. Und sehen, dass Gottes Ding größer ist als unseres. Teda bez pokory. Also ohne Demut. Není odpoveď na pozvanie. Gibt es keine Antwort auf die Einladung? Viete, prečo mnohí ľudia, ktorí boli pozvaní za Pánom, nechodia za ním? Wisst ihr, warum die viele Leute, die eingeladen waren vom Herrn, nicht ihm nachfolgen? Lebo nemali v srdci tú pokoru. Weil sie keine Demut in ihrem Herzen hatten. Nebolo to srdce pripravené na to. Das Herz war nicht dafür vorbereitet. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus, že neprišiel som volať spravodlivý. Darum sagt der Herr Jesus, er ist nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, aber die Sünder. Tí, ktorí sú vo svojom myslení zlomení. Die in ihrer Denkweise gebrochen sind. Neprišiel som volať chorých, teda zdravých, ale nemocných. Ich bin nicht gekommen, die Gesunden zu rufen, aber die Kranken. Tí, ktorí sú zlomení vo svojom
vo svojom fyzickom stave, ale aj duchovnom. Diejenigen, die in ihrem physischen und seelischen Zustand gebrochen sind. Práve toto zlomenie zabezpečuje pokoru v živote človeka. Dieser Zerbruch, der garantiert den die Demut im Herzen, im Leben eines Menschen. Tam, kde není toto zlomenie, tam není tej pozitívnej odpovedi pre Boha. Da, wo kein Zerbruch stattgefunden hat, da ist keine positive Antwort Gott gegenüber. Tam človek bere do svojho života Boha len ako ozdobu, ako tie obrazy, ktoré tam máte na stole. Da nimmt der Mensch Gott nur als einen Schmuck in sein Leben hinein, so wie die Bilder auf der Wand. Ale ten človek naplňa len svoje plány a svoje predstavy. Aber der Mensch wird nur seine eigenen Pläne und seine eigenen Vorstellungen erfüllen. Ty musíš vedieť zvážiť. Du musst fähig sein abzuwägen. Že tie Božie plány. Dass Gottes Pläne. Že to, čo Boh chce. Das, was Gott will. Je dôležitejšie ako to, čo ty chceš. Wichtiger ist als das, was du möchtest. Že tie Božie plány sú majestátnejšie ako tvoje. Dass Gottes Pläne majestätischer sind als deine eigenen. A že to, čo Boh chce v tvojom živote. Und das, was Gott in deinem Leben to möchte. To nie je len pre teba dobré. Das ist nicht nur gut für dich selbst. Ale pre široké tvoje okolie. Aber für deine breite Umgebung. Aj pre tvoje budúce generácie. Auch für deine künftige Generation. Ty sa musíš vedieť pokoriť. Du musst fähig sein, dich zu demütigen. Teda mnohí sú povolaní. Also viele sind berufen. V Matúšovom evanjeliu v 20. kapitole. Im 20. Kapitel im Matthäus Evangelium. Tam hovorí Pán Ježiš, že mnohí sú povolaní. Da sagt der Herr Jesus, viele sind berufen. Ale málo je vyvolených. Aber wenige sind erwählt. No ale jak my môžeme porozumieť toto vyvolenie? Aber wie können wir diese Erwählung verstehen? Sú také špekulácie medzi ľuďmi. Es gibt Spekulationen zwischen den Leuten. Že keď ja nie som vyvolený, tak na čo pôjdem za Pánom? Wenn ich nicht erwählt bin, warum soll ich dann dem Herrn nachfolgen? Odkiaľ my môžeme vedieť, či sme my vyvolení? Von wo können wir wissen, ob wir erwählt sind? A odkiaľ môžeme mať istotu, že to má zmysel celý náš boj a zápas, duchovný zápas života? Und woher können wir die Sicherheit haben, dass unser ganzer geistlicher Kampf und Kampf des Lebens einen Sinn hat? Viete, ono s tým vyvolením je to takto. Wisst ihr, mit der Erwählung ist das folgendermaßen. Máte úzku bránu a úzku cestu. Ihr habt eine schmale Pforte, enge Pforte und einen schmalen Weg. A na touto úzkou bránou a úzkou cestou je jeden nápis. Und über dieser engen Pforte und über diesem schmalen Weg ist eine Aufschrift. Poď, vstúp. Komm hinein. Je tu povolanie. Es ist eine Einladung. Ľudia prechádzajú pri tejto úzkej bráne. Die Menschen kommen an diese enge Pforte. Oni čítajú tento nápis. Und sie lesen diese Aufschrift. Zaznieva k ním hlas. Und eine Stimme erschallt ihnen. Poď, vojdite tesnou bránou. Kommt, geht ein durch die enge Pforte. Mnohí sú povolaní. Viele sind berufen. A keď prejde, ten, kto prejde, aber der hindurch geht, wenn er hindurch geht, on sa ocitne na tej úzkej ceste. Dann befindet er sich dann auf diesem schmalen Weg. Ale tí, ktorí stoja pred tou úzkou bránou zvonku a vidia to pozvanie, aber diejenigen, die vor dem schmalen Tor stehen und nur die Einladung sehen, môžu premýšľať vo svojom srdci, die können in ihrem Herzen überlegen, som ja vyvolený? Bin ich erwählt? Proste mám reagovať na toto pozvanie? Soll ich reagieren auf diese Einladung? Niektorí vojdu. Einige gehen hinein. A niektorí odídu. Und die anderen gehen hinweg. Pretože pochybujú. Darum, weil sie zweifeln. A tí, ktorí vojdu. Die hineingehen. Keď sa obzrú. Wenn sie sich umsehen. Tak na tom nápise z druhej strany vidia, si vyvolený. Dann sehen sie die Aufschrift von der anderen Seite der schmalen Pforte. Du bist erwählt. Teda ty musíš vierou vykročiť. Das heißt, du musst im Glauben hineingehen. Keď Boh teba volá,
Wenn Gott dich ruft, tak ako volal aj Abrama, so wie auch Abraham gerufen aj Teracha, jeho oca, und auch Tara seinen Vater, ty musíš urobiť krok. Du musst einen Schritt tun. Ty nie s tým sa máš zaoberať, či si vyvolený alebo nie si vyvolený. Du sollst dich nicht damit beschäftigen, ob du erwählt bist oder nicht erwählt. Ale ty máš podriadiť to svoje srdce tomuto volaniu Božiemu. Aber du sollst Gottes Herz diesem Aufruf Gottes unterordnen. A keď si ty už na tej ceste, und wenn du schon auf dem Weg bist, a zotrvávaš na tejto úzkej ceste, und wenn du auf diesem schmalen Weg aushalst, tak Duch Svätý ťa uisťuje, potvrdzuje tú tvoju cestu. Dann wird der Heilige Geist dich bestätigen und deinen Weg versiegeln. Tam svedčí v tvojom duchu, und erzeugt deinem Geist, že si Božie dieťa, dass du Gottes Kind bist, že si vyvolený Boží, dass du Gott von Gott erwählt bist. A na celej tej ceste, und auf diesem ganzen Weg, vnímaš, že si Boží milovaný. Vernimmst du, dass du von Gott geliebt bist. A tí ľudia, ktorí pochybujú, und die Menschen, die am Zweifeln sind, idú svojou cestou. Sie gehen ihren eigenen Weg. Vchádzajú širokou bránou. Sie gehen durch das breite Tor. Prežívajú, čo prežívajú. Sie erleben das, was sie erleben. Do tejto oblasti nebudeme vchádzať. In dieses Gebiet gehen wir nicht hinein. Boh hľadá. Gott sucht. On sa díva do tvojho života. Und schaut in dein Leben hinein. Je napísané v knihe Paralipomenon. Je to es steht im Buch der Chronik geschrieben. Druhá kniha Kronik. In zweiter Chronik. 16. kapitola. Im 16. Kapitel. 9. verš. Der 9. Vers. Lebo oči Hospodinové chodia sem a tá po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Oči Pánové chodia po celej zemi. Die Augen des Herrn gehen durch alle Lande. A hľadá tie srdcia, ktoré sú celé obrátené k Bohu. Und sucht die Herzen, die von ganzem Herzen zu Gott. Viete, čo to znamená celé obrátené k Bohu? Weißt du, was das heißt von ganzem Herzen bei To znamená an Gott to, že sein? Bože, hľadám ťa celým srdcom. Also das heißt, Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Daj sa mi poznať. Daj sa mi poznať. Lass mich dich erkennen. To neznamená, že už ho poznám. Das heißt nicht, dass ich ihn schon erkenne. To neznamená, že už všetko o ňom viem. Das heißt nicht, dass ich schon alles von ihm weiß. Že už mám veľké skúsenosti. Dass ich schon große Erfahrungen habe. Nie to znamená hľadať ho celým srdcom. Das bedeutet nicht, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Ale že to srdce je celé obrátené k nemu. Pane, hľadám ťa. Aber das Herz ist ganz zu ihm gewendet. Herr, ich suche dich. Nech ma to stojí čokoľvek. Lass mich das kosten, was auch immer. Nech akákoľvek ťažká bude tá cesta. Wenn der Weg auch noch so schwer sei. Nech akákoľvek bude cena tejto cesty. Wenn der Preis auch noch so hoch sei. Ja som pripravený naplniť túto požiadavku. Ich bin bereit, diese Anforderung zu erfüllen. Hľadám ťa, Pane, celým srdcom. Ich suche dich, Herr, von ganzem Herzen. A oči Pánove chodia po celej tváre zeme. Und die Augen des Herrn gehen durch alle Lande. A hľadá týchto ľudí. Und sucht diese Leute. A ja sa ťa pýtam. Und ich frage dich. Či to tvoje srdce ist dein Herz je takto celé obrátené k nemu. So von ganzem Herzen zu ihm umgewandt. Či celým srdcom hľadáš Boha. Suchst du mit ganzem Herzen den Herrn? Musím ti povedať. Ich muss dir sagen. Ak to takto prežívaš. Wenn du das so erlebst. Nebudeš sklamaný. Du wirst nicht enttäuscht. Nebudeš oklamaný. Du wirst nicht enttäuscht. On sa ti dá nájsť. Wird sich dich finden lassen. Ale musíš si jednu vec uvedomiť. Aber du musst dir einer Sache bewusst sein. S Bohom sa nedá robiť obchody. Man kann mit Gott keine Verhandlungen führen. Nedá sa tak, že Pane, ty ma voláš, ja pôjdem za tebou, ale ty mi toto a toto dáš. Du kannst mit Gott nicht so reden, dass du sagst, Herr, du rufst mich, ich gehe dir nach, aber du wirst mir dies und dies dafür geben. Podmienky nemôžeš ty klásť. Die Bedingungen kannst nicht du stellen. Podmienky si kladie Boh. Die Bedingungen stellt Gott. A vieš, aká je tá podmienka? Weißt du, wie die Bedingung aussieht?
Kto mňa chce nasledovať? Wer mir nachfolgen will. Poznáte to. Kennt ihr das? Nech zapre sám seba. Verleugne sich selbst. Teda všetko, čo viem. Also alles, was ich weiß. Všetko, čo mám. Alles, was ich habe. A všetky moje potreby a nároky života. Alle meine Bedürfnisse und Notwendigkeiten des Lebens. Dávam do prachu. Gebe ich in den Staub. Zapieram sám seba. Und ich verleugne mich selbst. Vezmem svoj kríž. Ich nehme mein Kreuz. Zoberem ho na seba. Ich nehme es auf mich. A nasledujem Krista. Und ich folge Christus nach. To znamená, že to svoje. Das heißt, das eigene. Kladiem dole do pokory. Das gebe ich runter in den, in die Demut. Považujem za druhoradé. Ich achte es als zweitrangig. To prvoradé. Das erstrangige. Je poznať Pána. Ist Gott zu erkennen. Zažiť ho. Ihn zu erleben. A naplniť jeho vôľu. Und seinen Willen zu erfüllen. Toto znamená. Das bedeutet. Odpoveď Bohu. Gott Antwort zu geben. Ak toto nie som ochotný. Wenn ich nicht dazu bereit bin. To je, celý môj život je blúdenie po púšti. Dann ist mein ganzes Leben ein Irren in der Wüste. Raz narazím na nejakú oázu. Einmal komme ich zu einer Oase. Potom prichádzam do suchej púšti. Dann komme ich wieder in die Trockenheit hinein. Zase nejaká oáza. Dann kommt wieder eine Oase. A tak ďalej. Und so geht's weiter. A ten život je poznačený takým blúdením, krútením sa hore dole. Und das Leben ist gezeichnet von Verirrungen und von einem Weg, der rauf und runter geht. Takýto život sa zdá byť bez zmyslu. Und so ein Leben scheint ohne Sinn zu sein. Ale keď ja položím všetky tie svoje žiadosti dole. Aber wenn ich alle meine Bedürfnisse ablege. A idem za Pána. Und Gott nachfolge. Teda nasledujem jeho šlapaj. Das heißt, seinen Fußspuren nachfolge. A nepýtam sa, aký to má zmysel. Und nicht frage, was hat es für einen Sinn. Ale verím. Aber wenn ich glaube. Vo viere vkladám svoje stopy do jeho šlapají. Im Glauben setze ich meine Fußspuren in seine Fußspuren. Vtedy môžem vidieť. Dann kann ich wissen. Že táto cesta má svoj zmysel. Dass dieser Weg seinen Sinn hat. Že táto cesta prináša do môjho života požehnanie aj do života mojej rodiny. Dieser Weg bringt Segen in mein Leben und in das Leben meiner Familie. Toto seba zapieranie. Dieses sich selbst verleugnen. To krížovanie svojich vlastných žiadostí. Das Kreuzigen der eigenen Begierden. A do smrti vnáhranie svojich práv a nárokov. Und das und die eigenen Rechte in den Tod zu geben. Toto mi, tu mi ukazuje Pán, aký má zmysel to, že jednám podľa Neho. Da zeigt mir Gott, was das für einen Sinn hat, dass ich handle, wie er es möchte. Tá púšť života sa začína premieniať na oázu. Dann wird sich die Wüste des Lebens in eine Oase verwandeln. Tam, kde bol piesok, kde bol len piesok v očiach a slzy. Da, wo nur Sand in den Augen war und Tränen. Tam začína život. Da beginnt das Leben. Tam prichádza nádej. Dort kommt Hoffnung hinein. Tam prichádza viera. Dort kommt Glauben. A tam začíname vidieť to, čo nebolo vidieť. Dort beginnen wir das zu sehen, was wir nicht sehen konnten. Tam, kde nebola nádej, naraz začína sa rozzelenávať. Da, wo keine Hoffnung war, beginnt es auf einmal zu grünen. A o tom hovorí aj prorok Izaiáš. Und da spricht auch der Prophet Jesaja davon. Že na pustine vytrisknú pramene. Dass in der Wüste Wasserquellen entstehen werden. A namiesto hlochu, namiesto tá púšť bude premenená. Und diese Wüste wird verwandelt werden. A namiesto hlochu bude rás mirtus. Budú rás cedry. Und anstelle von Unkraut werden Zedern wachsen. A budú rásť rastliny. Und Gewächse. Ktoré budú znamením života. Und das wird ein Zeichen des Lebens sein. Teda to nasledovanie Krista nám prináša znamenie života okolo nás. Also das Nachfolgen Christi bringt das Zeichen des Lebens um uns herum. V týchto dňoch prišli za mnou manželia. In diesen Tagen kam ein Ehepaar zu mir. Nevedel som o tom, že oni už na ceste ku mne sa dohodli.
Und ich wusste nicht davon, dass sie schon auf dem Weg zu mir einig wurden, že to je ich posledná zastávka, dass es ihre letzte Halt ist. A že po odchode odo mňa podajú žiadosť o rozvod. Und dass sie nach dem Besuch bei mir ihren Antrag auf die Scheidung abgeben werden. Ak nezažijú ten Boží dotyk, wenn sie nicht Gottes Berührung dotyk erleben, jeho premeny, die Berührung seiner Veränderung, že vlastne tam u nás je ich posledná zastávka. Dann sagen sie, dort haben sie gesagt, dort bei uns ist ihr letzter gemeinsamer Halt. Ja som nevedel o tom. Ich wusste nicht davon. Potom mi to povedal. Danach haben sie mir das erzählt. Videl som v dezolátnom stave ich vzťah. Ich habe ihre Beziehung, ihr Verhältnis in einem desolaten Zustand erlebt. Ich vzťah bol ako taká púšť. Ihr Zustand war wie eine Wüste. A viedol som ich k Pánu Ježišovi Kristovi. Und ich habe sie zum Herrn Jesus Christus geführt. Viedol som ich odpusteniu. Ich habe sie zum Vergeben geführt. Učil som ich, ako majú položiť svoje stopy do stop Kristovi. Ich habe sie gelehrt, wie sie ihre Fußspuren in die Fußspuren des Herrn legen sollen. A naraz vytriskli pramene. Und auf einmal sind Wasserquellen entsprungen. Tejto púšti začala vytekať voda. Und in dieser Wüste hat begonnen Wasser zu fließen. A viete, ako som to duchovne videl? Wisst ihr, wie ich das geistlich gesehen habe? Videl som slzy v očiach jedného aj druhého. Ich habe Tränen gesehen in den Augen des einen videl und Tränen in den Augen des Boží. Anderen. Ich habe eine Berührung Gottes gesehen. A videl som ochotu meniť sa. Und ich habe die Bereitschaft tam, gesehen, sich zu verändern. Tam, kde bola beznádejnosť, naraz začala nádej. Da, wo Hoffnungslosigkeit war, ist auf einmal Hoffnung entstanden. Asi dve hodiny som sa im venoval. Ich habe circa 2 Stunden Zeit mit ihnen verbracht. Modlil som sa s nimi. Ich habe mit ihnen gebetet. A oni odovzdali svoj život Pánu. Und sie haben ihr Leben dem Herrn abgegeben. Padli jeden druhému do krku. Sie sind einer dem anderen um den Hals gefallen. Pýtali si odpustenie. Und sie haben einander um Vergebung gebetet. Odchádzali ako noví ľudia. Und sie sind als neue Menschen von mir gegangen. Vidíte, Boh robí veľké veci. Seht ihr, Gott tut große Dinge. Teda tam, kde to Božie oslovenie. Also dort, wo Gottes Ansprache, Gottes Berührung. A kde to srdce hľadá Pána. Und wo das Herz den Herrn sucht. Boh má pripravené nové veci. Dort hat Gott neue Dinge bereitet. Ja som si to nevedel predstaviť. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ako nastane premena v živote týchto ľudí. Wie eine Veränderung im Leben dieser Menschen vorangehen kann. Ale Boh to robí všetko. Aber Gott tut das alles. Túto poslednú nedelu. Diesen letzten Sonntag. Pred týždňom, teda čo som bol doma. Jetzt, wo ich zu Hause war. Ľudia prichádzali. Kamen die Menschen od včas rána. Von früh morgens an. Spomínam si, že prišiel som domov z Chorvátska okolo polnoci. Ich erinnere mich, dass ich nachts um 12 Uhr aus Kroatien nach Hause kam. Ráno som išiel o 7 do sprchy. Und morgens um 7 bin ich in die Dusche gegangen. A ani som nohu nepoložil do sprchy a už niekto tlačí zvonec. Und ich habe meinen Fuß noch nicht in die Dusche getan und da hat schon jemand die Klingel gedrückt. Ľudia z Anglie už prišli. Es kamen Menschen aus England. Hľadali pomoc. Sie haben Hilfe gesucht. A videl som, ako veľkou potrebou prichádzajú. Und ich habe gesehen, mit welchem großen Verlangen sie kamen. A Pán Boh odpovedal na ich smed, na ich hlad. Und Gott hat geantwortet auf ihren Hunger. Spomínam si celý deň od rána od 7. Und ich habe mich erinnert den ganzen Tag von morgen 7 Uhr až do noci. Bis abends nachts. Prichádzali ľudia. Bis nachts kamen die Menschen. A v kuse som sa mohol venovať týmto ľuďom. Und ich konnte mich in einem Stück den Menschen widmen. A okolo polnoci už tak som bol vyčerpaný, že som cítil, ako keby sa mi tu srdce chcelo Und ich war nachts schon so erschöpft, dass um Mitternacht, dass ich empfunden habe, wie es mein Herz schon herausreißen würde. Myslel som si, no, už teraz si budem môcť odpočinúť. Und ich dachte, gut, jetzt kann ich mich schon ausruhen. A nevedel som, že Pán Boh má to najkrajšie práve
nakoniec pripravené. Und ich wusste nicht, dass Gott das Schönste noch am Schluss für mich aufbewahrt hat. Ten posledný prišiel mladý muž. Der letzte, der kam, war ein junger Mann, ktorý bol poviazaný. Er war gebunden. Démonicky poviazaný. Er war dämonisch gebunden, von Dämonen gebunden. Bol satanista. Er war ein Satanist. Mal preštudované všetky filozofie na okolo. Er hatte alle Philosophien studiert. A jednoducho v moci diablovej. Und ganz einfach in der Macht des Satans. A keď mi to začal hovoriť. Und als er über das anfing zu mir zu sprechen. A hovoril, ako pred niekoľkými dňami sa demonstroval z neho diabol. Und er sagte, vor einigen Tagen hat der Teufel seine Demonstration mit ihm getrieben. Ako tí démoni cez neho kričali a proste naháňali strach tým slúžiacím, jemu slúžiacím. So wie die Dämonen Angst gemacht haben, denen, die ihm gedient haben. Uvedomil som si, že táto služba je absolútne nad moje sily. Da habe ich mir bewusst gemacht, dass dieser Dienst absolut über meine Kräfte geht. A tak som prosil Pána. Und so habe ich den Herrn gebeten. Pane, Herr, ty vidíš, že potrebujem fyzické sily. Du siehst, ich brauche physische Kraft. Aby som doviedol tohoto človeka do víťazného konca. Um diesen Menschen zu einem siegreichen Ende zu führen. Poď mi na pomoc. Komm, helf mir. A tak sme sa modlili. Und so haben wir gebetet. Pán Boh dal svetlo. Gott gab sein Licht. Dal svoje požehnanie. Er gab seinen Segen. A vnímal som, ako Boh chytil ruku tohoto mladého muža. Und ich habe vernommen, wie Gott die Hand dieses jungen Mannes genommen hat. Ako krok po kroku ho vyvádzal z jeho púšte jeho života. Und wie er ihn Schritt für Schritt herausgeführt hat aus der Wüste seines Lebens. Ako puto za putom padalo z jeho života. Und wie eine Bindung nach der anderen aus seinem Leben herausgefallen ist. A okolo pol druhej v noci. Und um halb zwei in der Nacht. Tento mladý muž už bol slobodný. War dieser junge Mann schon frei. Tak bol šťastný. Er war so glücklich. A tak bol plný radosti Pánovej. Er war so voll von der Freude des Herrn. Že som ho musel upozorňovať, že pozor, tu sú schody. Dass ich ihm aufmerksam machen musste, pass auf, hier ist eine Treppe. Lebo priam až lietal od radosti. Weil es war so, dass er fast geflogen ist vor Freude. Viete, on chcel. Wisst ihr, er wollte. Boh vidí srdce človeka. Gott sieht das Herz eines Menschen. Ja nehovorím, že všetci ľudia takto prežijú až takto tak rýchlo to oslobodenie. Ich sage nicht, dass alle Menschen so schnell diese Veränderung, diese Befreiung erleben. Ale viem, že som podal tomuto mladému človeku takú prvú pomoc. Aber ich weiß, dass ich diesem jungen Mann eine erste Hilfe erteilt habe. Viem, že on bude musieť obstáť v tom všetkom. Er wird in dem allen weiterhin bestehen müssen. Teda dostal to Božie povolanie. Also er hat Gottes Berufung bekommen. Dostal k tomu aj kompletten Servis k oslobodeniu, aby to mohol robiť. Er hat auch komplett das Werkzeug dazu bekommen, dass er berufen sein kann. A teraz je tá cesta. Und jetzt ist der Weg. Kde Boh sa díva na to, či tento človek bude verný. Wo Gott den Menschen anschaut, ob er treu sein wird. Keď Boh nás volá. Wenn Gott uns ruft. Keď Boh začína tie svoje plány v našom živote naplňať. Wenn Gott beginnt seine Pläne in unserem Leben zu erfüllen. Jedná tak ako hrnčiar, keď zobere do svojej ruky hlinu. Dann handelt er so wie der Töpfer, der den Ton in seine Hand hineinnimmt. Er bricht diesen Ton in a zwei. Díva sa do nej. Und er schaut hinein in den Ton. A pozerá, čo z toho môže urobiť. Und er beobachtet, er schaut, was er daraus formen kann. A potom vyberá z tej hliny tie kamene a tie všelijaké piesočnaté časti. Und dann beginnt er die Steine und den Sand und die Dinge, die nicht hineingehören, aus dem Ton zu entfernen. A pozerá sa, ako je tá hlina poddajná. Und er schaut, wie dieser Ton gefügig ist. A keď tá hlina sa nechá očistiť. Und ob dieser Ton sich sauber machen, reinigen lässt. Tak on myslí o tej hline dobre.
Und wenn er sieht, dass sich dieser Ton reinigen lässt, dann denkt er gut über diesen Ton und er denkt daran, ein Gefäß daraus zu machen. Nádobu na česť. Ein Gefäß zu Ehren aus diesem Ton zu formen. Má predstavu o tej najkrajšej nádobe. Und er hat die Vorstellung von dem Wunder, von dem schönsten Gefäß. Ale ak tá hlina, aber wenn dieser Ton nicht gefügig ist, stále sa opakujú tie isté problémy. Wenn immer und immer wieder dieselben Probleme sich wiederholen. A nenecháva sa očisťovať. Und wenn sich dieser Ton nicht reinigen lässt, tak urobí z nej hrubú nádobu. Dann macht er ein grobes Gefäß daraus. Na nečesť. Zur Unehre. Boh vidí. Gott sieht. Boh sa díva aj do tvojho života. Gott sieht auch in dein Leben hinein. Veľmi ťa prosím. Ich bitte dich sehr darum. Nepochybuj. Zweifle nicht. Božie myšlienky sú tie najlepšie v tvojom živote. Gottes Gedanken sind die besten über dein Leben. Tie jeho plány a predstavy sú tie najkrajšie. Seine Pläne und seine Vorstellungen sind die besten. To jeho vyvolenie je nádherné. Seine Erwählung ist herrlich. Ale ty poslúchaj. Aber du gehorche. To je o tom. Das ist das. Či naplňaš Božie slovo. Ob du Gottes Wort erfüllst. Alebo nie. Oder nicht. A teraz sa budeme modliť. Jetzt werden wir beten. Drahý nebeský Oče. Teurer himmlischer Vater. Z celého srdca ti ďakujeme. Von ganzem Herzen danken wir dir. Že počas histórie ľudstva. Dass über die menschliche Geschichte. V písme sledujeme. Sehen wir und verfolgen wir in deinem Wort. Že ty oslovuješ ľudí. Dass du Menschen ansprichst. Že to tvoje slovo je pravda. Dass dein Wort wahr ist. Že tvoje oči chodia po tvári celej zemi. Und dass deine Augen in der ganzen Welt umhersehen. Vyvoluješ a povolávaš si. Und du berufst und du erwählst. A máš svoje plány. Und du hast deinen Plan. A hľadáš tých, pri ktorých môžeš naplniť tie najkrajšie úmysly svoje. Und du suchst diejenigen, bei denen du deine wunderbarsten Absichten, mit denen du deine wunderbarsten Absichten erfüllen kannst. Odpusť nám, Pane. Vergib uns, Herr. Že sme takí tvrdí. Dass wir so hart sind. Sebecký. Dass wir so selbstsüchtig sind. Toľko toho kamenia je v nás. Dass so viel Steine in uns sind. Toľko toho tej nesúdržnosti. So viel ungehalten sein. Toľko toho svojho máme v sebe. Wir haben so viel Eigenes in uns. A nie sme ochotní to premeniť za to tvoje. Und wir sind nicht bereit, das verwandeln zu lassen für deine Dinge. Odpusť nám to. Vergib uns das. Zober nás do svojich rúk. Nimm uns in deine Hand. Nezahoď nás do kúta. Und werf uns nicht in die Ecke. O Pane. O Herr. Zober nás do svojich rúk. Nimm uns in deine Hand. Zhutni nás svojim slovom. Zhutni. Festige uns durch dein Wort. Aby sme ti boli poddajní. Dass wir dir unterwürfig sind. Aby si ty mohol naplniť svoje plány. Dass du deinen Plan erfüllen kannst. Aby sme žili na tvoju česť a na tvoju slávu. Dass wir zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung Amen. Leben. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Danke für eure Aufmerksamkeit.